Okay, wir haben was zum Anfackeln. Wow. Und es lebt alles noch. Das Schöne ist nur, hier ist ein Tor. Klasse. Ach ja, schön. Ich weiß nämlich nicht, ob die wegbleiben oder ob ich die nochmal neu machen, abfackeln darf. Wenn letzteres, dann freue ich mich. Was haben wir hier? Okay. Leiter, da was zum Abfackeln. Okay, dann nehme ich erstmal das. Ich wollte gerade sagen, das oben, ne? Okay. Das macht alles. Ach, ich muss ja auch das oben. Ich brauche doch einen Schlüssel. Und der ist doch 100 pro der Kiste drinne. Ich habe übrigens, ich musste zwischendurch aufhören. Deswegen habe ich dann eine Schwarzblende genommen, um einen Cut zu setzen. Und, musste aber alles nochmal bis zu genau dieser Schwarzblende halt machen, die in diesem Raum halt ist. Und ja, jetzt natürlich die Frage. Ja, natürlich ist das noch wieder da. Und ich habe keinen einzigen Schaden genommen und bin ganz super gut durchgekommen. Warte mal, kann ich nicht eigentlich auch hier so nach unten? Geht das nicht? Ah, ne, schade. Ich eben so ganz stolz. Kein Tropfen hat bekommen, gleich ist das Ziel. Feuerball. Fegt euch. Ernsthaft. Noch voller Stolz gesagt, hier keinen einzigen Schaden, ich krieg Schaden. Gedacht so, hey, ja, kein Dings, kein Tropfen. Jetzt dachte ich so, hey, geil, kein Feuerball. Und dann war es aber dafür was anderes. Hätte ich jetzt nicht getroffen, ich wäre ausgeflippt, ne? Warte mal, ich muss mal die Kisten gerade kaputt machen. Weil es dürfte eigentlich nicht mehr lange dauern, bis wir beim Boss sind, ne? Solche netten Teile mal wieder. Aber wenigstens nur ein Schlag und dann sind sie kaputt. Hoffentlich bleibt er. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich bleibt er einfach dort und versucht die ganze Zeit mich anzugreifen, weil der trifft mich nicht. Es sieht wirklich einfach schlichtweg. Ups. Ich denke, ich brauche unten auch noch, oder? Ich werfe einfach mal runter auf gut Glück. Ups. So viel dazu. Ich gehe nochmal kurz raus und wieder rein. Wahrscheinlich darf ich Gegner nochmal besiegen. Ja, natürlich. Aber vor allem, wenn ich die jetzt unten brauche, ich habe ja gar keinen zurück. Oder es gibt einen Teleporter unten, der mich hierher zurückbringt, ne? Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Das wäre durchaus möglich. Oder für den Fall der Fälle, dass man einfach nur Scheiße wirft. Okay, das ist direkt kaputt gegangen. Und okay, es ist eine Überblende. Dann brauche ich wirklich nur eins. Warum kommen denn direkt vier Stück? Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, das kommt ja direkt auf mich zu. Ich weiß noch nicht. Ich nehme vielleicht einfach den da. Ich muss gucken. Also das sollte ich vielleicht kaputt machen, hä? Ich weiß nicht. Ich denke ja seinen Kopf, ne? Also ich kann grundsätzlich ihm komplett Schaden machen. Ach so, ich mache da die Panzerung weg. Aha. Ich habe Angst, dass da irgendwas rauskommen könnte. Das kann ich nicht kaputt machen, gut. Oder doch? Ich weiß es nicht. Oh, übertreib's.
Immer mal ein paar Fallen hier hin, ne? Oh, hier würde die Erdschriftrolle, glaube ich, ganz gut sein. Oder die Feuerschriftrolle. Oh, die gehen direkt auch auf ihn drauf. Das ist ja praktisch. Und die Erdschriftrolle nehmen wir einfach mal. Der hat schon gut was wegstecken müssen, ne? Bei ihm muss ich komplett, ne? Das einfach zerschlagen. Okay, jetzt hat er es wieder regeneriert. Muss ich dem immer alles wegschlagen? Oi, das ist ja umständlich. Oi, 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 oi. Keine Ahnung. Oder er regeneriert einfach grundsätzlich. Weil am Körper kann ich ihm sonst keinen Schaden zufügen. Wie es irgendwie scheint. Aber irgendwie am Kopf immer, oder? Ich hab ein bisschen Angst hier. Hm, toll, jetzt kommt wieder sowas. Okay. Also ich tippe darauf, dass man dem... Nur so... Huch! Wie viel Schaden ich jetzt gekriegt habe. Was nehme ich, was nehme ich? Ui, die steht gut. Aber die hat die nicht anvisiert, Dings. Also, Fakt ist, er hat einen Schutzpanzer, den man wegschlagen kann, oder sollte. Und dann kann man deinen Kopf angreifen. Und jetzt muss man es erst so wieder. Ich glaube, der Morgenstern ist da deutlich die bessere Variante. Und sobald man die Panzerung weg hat, ist sein Kopf wieder anfällig. Also eigentlich jetzt, ne? Wenn man nicht direkt reinrennt. Ja, und dann, wenn man ihnen auch wirklich Schaden zufügt, merkt man es halt daran... Oh, übertreib! Merkt man es halt echt daran, dass, der dann wackelt. Und blitzt. Also ich glaube, der hat echt unterschiedliche Phasen, wie schnell er seine Panzerung erneuert. Ich glaube, so schwer ist er noch nicht mal. Ich habe ihn ja jetzt durchschaut. Sein Muster ist auch nicht so schwierig. Direkt zwei auf einmal weggehauen. Jetzt. Neun. Solange man immer guckt, dass man möglichst entweder weit entfernt ist oder halt nicht im Weg steht. Oder den Kopf eher so ein bisschen im Fokus hat, sag ich mal. Also, wie man sich positioniert. Ja, Mann. Jetzt. Supi. Ich habe einfach nur gehofft, dass er nicht auf die Idee kommt, sich richtig blöd zu stellen, ne? Oh. Kannst du nicht ein bisschen länger ohne Panzerung sein. Das wäre sehr nett und zuvorkommend. Na komm, Köpfchen, da bist du. Ich hoffe, der hält nicht so viel aus. Oh, Menschheitskinder. Aber wenigstens geht die Panzerung schnell weg, ne? Also zumindest mittlerweile. Ich habe nur am Anfang halt echt viel an Energie verbraten. Macht das immer, wenn er sich in dieser Kugel da diesen Halbkreis verzieht. Ha, wieder getroffen.
Könnte man auch eigentlich mit Pfeil und Bogen das machen, aber ich finde, der macht einfach zu wenig Schaden. Jetzt konnte ich schon ein paar Mal mehr angreifen hier. Oh, direkt reingelaufen. Habe ich gut gemacht. So. Jetzt. Jetzt kommt wieder diese Kugel. Oh, jetzt macht er den Kreis, also erneuert er seine Rüstung. Schnell abschlagen. Also möglichst schnell. Upsi. War ihm ein bisschen zu nah. Ich finde es auch so lustig, wie man immer mal zwischendurch diese Kugel quasi sieht. Oh, macht er jetzt schon die Rüstung. So. Rüstung ist schon mal weg. Ich heile mich mal sicherheitshalber. Das ist schon so wenig. Nein, 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 nein. Das wollte ich. Ich wollte mal gucken, ob das klappen könnte. Rechtzeitig, aber vermutlich nicht. Oh, machst jetzt schon wieder... Oh, nein. Ich hätte ja noch nicht... Ich wollte ja eigentlich das... Ich wollte mich eigentlich nicht teilen. Das sind immer so Sachen, die bringen einen aus dem Konzept, ne? Hoi, schon alles frei. Das kann man damit definitiv gut kombinieren. Wenn man dann halt rechtzeitig macht, ne? Oh, und wenn man halt nicht reinrennt. Oh, der hat nur noch den hier. Ah, Mann! Dass ich halt blöd stehe. Oh, kann er nicht endlich mal draufgehen? Oh. Ich hasse das, wenn der feine Herr nicht die richtige Richtung hat. Sich nicht richtig ausgerichtet hat. Wie ich es erwarte oder auch hoffe. So, was macht er jetzt? Achso, geht hier hin. Ich wollte gerade sagen, das sieht mir ein bisschen aus wie der Schlenker. Den er da gleich macht. Und wo kommt er da? Es ist halt fatal, wenn du nicht siehst, wo er sich befindet, ne? Also wohin er dann als nächstes gehen könnte und sowas, von wo er kommt. Und dann rennst du ihm direkt rein. Also zumindest schaffe ich das immer. Oh, haben wir es bald. Schön reingerannt. Aber in meine Bomben rennt er nie rein, der Sack, ne? Ah, ich dachte mir schon, dass er sich jetzt dreht. Warte mal. Oh, hier... glaube ich, irgendwer. Das riecht so geil. Oh, das liegt auch daran, ich habe Hunger. Okay, das habe ich schon mal. Das ist gut. Blöder Sack. Ich bin echt gut darin. Dass ich eben aber auch direkt vor der Schnauze stehen bleibe, ne?
ist er nicht bald mal besiegt. Ist er nicht mal bald besiegt. Schalalalalalala. Oh, Menschenskinder. Vor allem, ich möchte ihn mittlerweile irgendwie immer Link nennen, anstatt Alundra. Ich sollte mich mal heilen, heilen, heilen. Viel Heilung hab ich nicht mehr. Nur noch drei Varianten. Ein Heilkraut, dann habe ich mich das noch und die Schriftrolle. Und falls es dazu kommen sollte, dass ich den Kampf nicht schaffe, dass ich Game Over gehe, was durchaus möglich wäre, dann er ist besiegt. Dann hätte ich nämlich die beiden Zauber vorher nicht gemacht. Er ist besiegt. Ich freue mich. Der Leichenwurm. Das klingt sehr lecker. Ja, du bist wahrlich der Erlöser. Wer sich hier mal umguckt, immer so, hä? Wer spricht da mit mir? Ich bin Uma, Königin des Lebens und des Todes und eine der sieben Wächter. Die Mörk haben das Wappen bereits gestohlen, mein Diener hat dich aus Versehen angegriffen. Bitte entschuldige, wir wollten dir nichts tun. Geh nun, Erlöser, hole das Wappen und zerstöre Melzas. Du bist die letzte Hoffnung für dieses Land. Ohne dich wird die Menschheit aussterben. Hey, hier waren die Mörk auch schon. Aber wie er sagt, ja, mein Diener hat dich versehentlich angegriffen. Na, danke. Sehr nett. Sehr nett von dem Diener. Dass er aber auch nicht zwischendurch auf die Idee kam, hey, brauch ja gar nichts mehr beschützen, Wappen ist ja schon weg. Ha, Sachen gibt's. Windschriftrolle erhalten. Hab doch noch gesagt, ich krieg Wind. An diesem Ort versammeln sich die verlorenen Seelen, um auf die Ewigkeit zu warten. Kein Ort für die Lebenden. Ich werde dich zu ihnen zurückbringen. Auf Wiedersehen, Erlöser. Ich habe das andere Gras noch nicht kaputt gemacht. Das hätte noch Heilung sein können. Ist ja nicht so, als ob um mich herum nicht genug Gras geben würde. Oder ich einfach voll geheilt wieder aufwache. Hallo, Alundra, seit wann bist du zurück? Das könnte dich interessieren. Maya hat mir etwas erzählt. Sie meint, sie weiß, warum die Dorfbewohner diese Albträume haben. Ronan hat statt der Götter eine dunkle Macht angebetet. Wenn das stimmt, dann sind wir in großer Gefahr. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Wir treffen uns an der heiligen Stätte. Wir müssen unbedingt mit Ronan darüber reden. Eigentlich weiß Alundra doch schon längst, was hier von sich geht. Immerhin hat doch schon Lars ihm gesagt, hey, da ist Melzas. Melzas hat sich ja auch ihm schon gezeigt und so weiter und so fort. Naja, aber trotzdem, da ist so eine komische Macht, eine böse Macht. Naja, okay, lassen wir das. Die Folge ist auch beendet, das passt ganz gut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Teil.